heute, also das ist der letzte Tag von meinem Vlog und morgen starte ich ein Morgen, also mache ich ab morgen mache ich Pause, also ab Montag, also ab morgen. Das ist der letzte Part, den ich dann morgen in der Früh hochlade. Also das war schon eine gute Woche. Ich erzähle euch noch etwas über die Skiwoche dann. Also über die Skiwoche, wo ich leider in der Schule sein musste, wie das war. Ich habe ein bisschen schon im ersten Teil darüber geredet. Und jetzt rede ich dann auch noch weiter, ein bisschen wie die restliche Woche war. Und über psychologische Sachen, die ich wenigstens zum Beispiel verstehe und vermitteln kann. Und Lernvideos kommen dann auch. Aber naja, ich muss das alles erstmal auf meinen Computer hochladen und auf mein Tablet, damit ich ein bisschen Speicherplatz frei habe. Und einfach Bewerbungen schicken und alles Mögliche machen, was ich kann, damit ich einen Samstag-Job bekommen kann. Also genau, also ich muss Bewerbungen schreiben, ich habe wirklich viel zu tun. Das ist mal mein letzter Vlog, mein What's in my Bag kommt auch noch. Naja, genau, wie gesagt, ihr müsst abwarten. Das kann alles nicht so schnell, weil ich noch in die Handelsschule gehe, kann ich das nicht so schnell machen. Ich hab immer auch bis am Abend Schule. Und ja, also schreibt mir in die Kommentare, also was für Videos ihr sehen wollt, das sage ich schon oft. Schreibt es mir in die Kommentare, kommentiert bitte. Folgt mir auch auf meiner Twitter-Seite, devonpolat124, steht alles in der Infobox. So Leute, das war's mit dem heutigen Vlog. Das ist der zweite Teil, den ich gedreht habe jetzt. Also wie gesagt, abonnieren, Glocke aktivieren, liken. Drei Sachen müsst ihr machen. Abonnieren, Glocke aktivieren, liken. Irgendwann verlose ich auch noch etwas. Mit der Post natürlich. Und ich hoffe, es wird euch gefallen, was ich verlose. In Zukunft, aber noch nicht jetzt, mache ich dann auch Verlosungen. Und ja, genau. Also, dann könnt ihr auch daran teilnehmen. Und Fotos wird ein Bekannter von uns machen. Ich werde ihn darum bitten, dass er Fotos von mir macht in der Freizeit, falls er Zeit hat, obwohl er arbeitet in einem vegetarischen Restaurant. Sanus Kitchen, da könnt ihr auch hingehen. Werbung für ihn. Bruder, ich mag dich. Also, da könnt ihr auch hingehen. Vegane, falls wer veganes essen will. Ich werde auch irgendwie vegane Rezepte ausprobieren, ob das mir schmeckt, vielleicht werde ich vegan oder so, dass ich mal einen Monat oder so kein Fleisch esse. Mal sehen, wie das wird, keine Ahnung. Schauen wir mal. Also ja, genau, dieser YouTube-Kanal hat urviel Content, Musik, Essen, Gesundheit, Sport. Also alles Mögliche habe ich hier zu bieten. Nicht wie der andere Kanäle, das ist ja das, was mich eigentlich hervorstechen sollte, aber naja, wurscht. Also wie gesagt, diese Woche mache ich mal Pause. Und ja. Und fragt noch meinen Arzt, ob ich Brust und so trainieren darf, ohne dass ich mein Bein irgendwo anheben muss oder so, vielleicht Latzüge oder so. Das wird mein Cousin vielleicht filmen, hoffentlich auch, wenn es freiwillig macht. Und ja, das war's mit meinem heutigen, das war's mit meinem 3-Tage-Vlog. Tschüss. So Leute, also heute konnte ich nicht filmen, weil ich in der Schule. So Leute, ich konnte heute leider nicht filmen, weil ich in der Schule war. Und ja, heute waren wir im Botanischen Garten. Also eine Freundin hat mich heute sehr zum Lachen gebracht. Genau, ja. Und ja, also, naja, jetzt bin ich dran, englische Vokabeln zu lernen. Irregular Verbs, dass ich mein Englisch verbessern kann. Jeden Abend lerne ich 5 Stück davon, vor dem Schlafengehen, 5 Minuten oder 15 Minuten. Und dann lerne ich irgendwann neue Vokabeln, wenn ich diese ganze beherrsche. Ich bin jetzt so am Lernen jede Nacht, bis ich alle beherrsche. Und ja, genau. Dann nehme ich die auf und dann höre ich sie mir auf dem Weg zur Schule an. Ist eine gute Methode, hoffe ich. Schauen wir mal, wie es sich ergibt. Außerdem, der What's in My Bag Tag ist jetzt online. Das ist jetzt der zweite Teil von diesem Vlog. Und ja, also heute war ich, wie gesagt, vorhin im Botanischen Garten. Da haben wir uns eine Pflanze ausgesucht. Die Lehrerin hat uns eine Pflanze ausgeteilt. Eine Blume eigentlich, keine Pflanze. Blume. Ja, die Sticker, lasst euch nicht davon irritieren, die kleben immer noch. Ich kann sie nicht abkleben. Meine Eltern schreien gerade, ist mir auch gerade irgendwie scheißegal. Wurscht, ignoriert die zwei einfach, die sind einfach wieder im Streit, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also, ja, wie gesagt, also sie hat uns eine Blume gegeben und wir mussten dann ein Referat darüber halten und erkennen dann im Botanischen Garten, welche Blume es war. Es war sehr anstrengend wegen meinem Bein, weil die Narbe hat dann wehgetan, ich weiß nicht, wegen der Kälte oder so, es war wirklich kalt heute. Der Wind war wirklich. Boah, viel. Ich weiß nicht wieso, aber im Moment
Ich weiß nicht, aber ich glaube, die Kamera ist schmutzig oder so, kaputt ist sie auch nicht. Aber jetzt passt. Vielleicht liegt es an dem Licht, keine Ahnung. Also ja, genau. Heute waren wir im Botanischen Garten. Wir haben uns das mit diesen Blumen angeschaut. Und die Blumen waren echt sehr schön meistens. Und ich habe Infos erfahren, die ich auch nie erfahren konnte. Nicht gewusst habe. Also Botanik mag ich wirklich. Vielleicht würde ich Gärtner oder so. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Ich habe so viele Jobvorstellungen. Universität, Bachelor, Masterstudium, MBA. Also ich will diese drei Titel schaffen. Also ich hoffe, ich schaffe die dann auch. Die Uni-Vlogs kommen ja täglich, weil in der Uni darf man ja aufnehmen, wie man will, wo wer man will und so. Das ist ja erlaubt, genau wie in Deutschland. Und also ja, also abonniert mich und die Glocke aktivieren, bitte. Also ja, jetzt bin ich gerade so voll im Lernstress, weil Englisch will ich von 3 auf einen 2er, dass ich verhandlungssicher auch in meinen Lebenslauf schreiben kann. Morgen, also nach der Schule, Gott, 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 also Deutsch und Informatik. Schauen wir mal, wie es sich ergibt. Und ja, also schauen wir einfach mal. Und Haare schneiden kommt dann auch irgendwann wieder. Also die sind echt schon lang, ich muss mal wieder schneiden gehen. Wieso ich das so nach unten halte, in meinem Arm tut irgendwie heute weh. Ich kann es wirklich nicht lange halten, weil wegen der Tasche am Rücken, ich nehm echt nichts mehr mit von der Schule. Man, mir reicht, ich habe E-Book zu Hause. Dazu mache ich auch ein Video. Das kommt morgen, E-Book-Video. Also was das Beste an E-Book ist und was die Kontra und so weiter. Und Schulplattform, alles, was über die Schule jetzt ist, will ich mal abschließen diesen Monat. Und dann will ich euch die einzelnen Fächer mal erklären, wer es natürlich nicht checkt in der zweiten Handelsschule. Und nein, es wird nicht so wie die Lieferbedingungen, es werden nicht so wie die Lieferbedingungen sein, dass es so, dass ich über 9 Minuten über Lieferbedingungen rede. Es werden 3 Minuten oder so sein, nur die kleinen Themen. Es gibt das und das, man tut das und das zusammenrechnen, dann hat man das und das war's. Ich hoffe, ihr habt's gecheckt. Und ja, mein zweiter Kochvlog, das kommt auch noch. Also 4 Videos sind diese Woche, vielleicht 6 oder so. Es werden viele Videos kommen diesen Monat. Ich hoffe auch, die Abozahl steigt auch dadurch. Und ich werde gute Tags finden. Zum Beispiel Lernstress, Lernmotivation, Lernen für die Schule lernen. Tut mir leid, Leute, ich bin auch ein bisschen krank. Aber naja, genau, wie gesagt. Und Betriebswirtschaft lerne ich auch noch. Ich bin wirklich voll im Flow gerade. Ich will Betriebswirtschaft vielleicht ein Dreier schaffen und und Rechnungswesen will ich ein. Jetzt habe ich ein Vierer, jetzt will ich ein Dreier schaffen, dass ich wenigstens gute Noten und Naturwissenschaft will ich von einem Vierer auf einen Dreier, dass es also schön ist, schön aussieht quasi, nicht schön ist. Und Informatik, wie gesagt, von fünf, von vier, von vier auf eine 2. Also ja, Tipptraining mache ich dann auch diese Woche. Dazu kommt auch ein Video, was das Schreibtraining ist und warum ich es nicht so sehr mag und was ich da stattdessen empfehlen könnte. Also bleibt dran auf meinem Kanal, Leute. Und genau, bleibt bitte dran. Das mit dem Eintagessen, das muss ich noch meine Freunde fragen, wann ich das am besten machen soll, beim Lernstress oder so nach dem Lernstress in den Osterferien, das werde ich mal fragen. Umfrage auf Instagram, Instagram bestimmt mein Tag Leben. Es gibt ur viele Videos, die ich noch drehen will. Aber jetzt muss ich mich auf die Schule fokussieren, weshalb das das letzte Video für diesen Monat vielleicht sein wird oder ist, keine Ahnung. Ich schau mal, falls ich irgendwann wieder Zeit habe, drehe ich mal zu den einzelnen Themen Videos, was ich für Deutsch halte oder so. Wie gesagt, zu den einzelnen Themen kommen so einminütige oder so Videos, dass es manche Menschen anregt zu schauen und nicht. Das ist wieder 14 Minuten, ich schaue mir das nicht an, einfach wegklicken oder so. Und wirst du den Stickern kaufen, das kommt auch. Ich habe gerade irgendwie voll viele Ideen. Naja, wurscht. Die werde ich auch umsetzen. Werde ich jetzt wirklich. Mein Schultaschenvideo kommt auch diese Woche online. Jetzt weiß ich, wo ich die Kamera hinstelle und wie ich meine Tasche zeige. Mein Cousin wird mich dabei filmen. Ich fahre zu meinem Cousin extra für dieses Video. Genau, ja. Und zeige auch meine Schulbücher. Ja, genau. Alle Videos werden diesen Monat kommen. Ich versuche sie im März rein zu. So Leute, das war's von meinem dreitägigen Vlog Part 2. Da, wo wie gesagt, der What's in my Backpack, der zählt auch dazu. Und genau, also wie gesagt, immer abonnieren, Glocke aktivieren, also bitte. Und ich habe noch eine Videoidee, die erzähle ich euch dann später. Spaß, natürlich nicht. Ein Freund von mir, der auch YouTube betreibt, er macht Gaming. Und er hat für mich Intros erstellt, die werde ich euch irgendwann zeigen, weil ich habe noch kein Intro, ich habe noch kein Abspann, ich habe noch nichts, ich habe keine Endcard, ich habe kein Outro. Das wird alles noch kommen, Leute, alles. Ich bin noch Anfänger, nur ich bin eineinhalb, nein, nicht eineinhalb, fast eineinhalb Jahre, noch 2 Monate, dann ist es ein Jahr. Also ja, genau, ich bin noch neu. Wurscht, Englisch ist nicht so meins.
Humorvideos kommen noch, wie ich Frauen nachmachen werde, wenn sie zum Beispiel zu Männern gehen. Schatz oder so irgendwas. Es werden echt lustige Videos entstehen. Also ich freue mich schon auf meinen Gang, auf die gute Community. So Leute, also das war's von mir mit meinem Geschwafel und das war's mit dem Vlog, weil ich kann jetzt nicht wirklich 5 oder 4 Tage vloggen. Das geht schon, aber ich habe keine Zeit dafür. Ich muss lernen, ich muss meine Noten ausbessern, damit ich meinen Klassenkameraden irgendwie zeigen kann. Meine Lippe tut weh, Mann. Meine Lippe ist aufgesprungen, keine Ahnung wieso, es tut halt urweh. Naja, wurscht. Also wie gesagt, abonniert mich, Glocke aktivieren, teilt das Video mit anderen, die es nicht sehen wollen und ja, bis dann und ciao!